Heute war es eine sehr, sehr kurze Speed-Pilzing-Tour. Stachelig mit der Freunde, aber wirklich jetzt sehr, sehr interessant. Ja, hier ein wunderschöner Fliegenpilz, der sich da zeigt, mit seinen schönen Schüppchen oben drauf, ganz toll. Und dazwischen habe ich euch hier schon die ersten Funde von heute gezeigt. Es waren sehr viele grünblättrige Schwefelköpfe, Hallimasche, dazwischen waren nochmal die jetzt mittlerweile schon alten Birnensträublinge. Und ja, ich habe jetzt noch eine knappe halbe Stunde Zeit, mache nochmal einen kurzen Abendspaziergang in mein kleines, bekanntes, nahes Waldstück und schau, was ich hier so alles finden kann. Ja, hallo erst einmal. Ja, wie gesagt, der Abend kurz, beziehungsweise die Zeit. Ich habe da noch einen Termin, aber für eine halbe Stunde soll es zumindest mal kurz reichen, um hier ein bisschen spazieren zu gehen. Wie gesagt, die ersten Funde, also reichlich grünblättrige Schwefelköpfe waren schon zum Sehen. Ein schöner Fliegenpilz, Hallimasche, ein paar alte Stäublinge, da unten ja, ein paar alte oder immer Erdschieber könnten das sein. Einfach mal ein bisschen durchspazieren, was sich hier noch so jetzt die letzten Tage mal so vielleicht entwickelt hat. Und bin gespannt, was sich auf dieser Kurztour mir alles so in den Weg präsentiert. Ja, und der nächste Fleck hier mit da vorne. Hallimasch dürften das wieder sein, reichlich. Da drüben ein Täubling, welcher weiß ich nicht, lasse ich hier einfach mal so stehen. Dann stampfen wir einfach mal ein bisschen runter und lassen uns überraschen. Ja, Hallimasch-Pilze auf Hallimasch. Also da sind welche, da sind welche, da vorne stehen welche drin, bei dem Baumstumpf, da hinten spitzeln welche raus. Also die wachsen zumindest, als ob es keine Schlechtwetter- oder Trockenwetterperiode gegeben hat, denen tagt es momentan. Und hier haben wir noch einen der letzten übrig gebliebenen düsteren Röhrlinge. Ich lasse den jetzt einfach mal so stehen, wie er gerade steht. Ich weiß, dass es einer ist, weil das ist genau die Stelle, wo ich sie vor kurzem schon gefunden habe. Aber es ist einfach wieder der zerrissene Hut hat, der dunkle und helle Kontrast, sehr schön zum Anschauen. Da haben wir noch einen, ich denke mal, zweifarbigen Scheidenstreifling. Weil da hinten ist einer, bei dem sieht man es noch ein bisschen deutlicher. Die Hutfärbung und auch außen wunderbar. Die Streifen, sehr schön zum Anschauen. Also die leuchten ja richtig fett raus. Schauen wir mal, also die da oben. In Kleinform, so igelig, ob das auch nochmal Hallimasch sind, mag sein. Aber die sind ja eine Größe, da würde ich jetzt eher was anderes dazu tippen. Schauen wir mal. Also, boah, den Igelkopf, den muss ich zu Hause erst einmal kontrollieren. Also, was auch immer das da sein könnte. Jetzt schauen wir mal, ob wir unten drunter linsen können. Gebrochen. Das erleichtert das Ganze ein bisschen. Ja, also Lamellen, das war klar. Dann auch dieser, ja, ich glaube ein Ring ist da zum Sehen oder ist das die Bruchstelle? Oder vielleicht bei den kleineren oben noch mal deutlicher.
Ja, also gut ausschauen werden die schon. So, hier im Gras steht etwas, das ziemlich druckfest ist. Es hat zwar schon hier ein paar Fraßstellen, aber das interessiert mich jetzt, was da unten drunter raus will. Okay, ich müsste von einem Teil weg. Okay, wow. Also das ist ein riesengroßer Lamellenpilz, also sehr, sehr fest unten. Okay, interessant. Naja, lassen wir mal da stehen. Wenn wir nicht erkennen, lassen wir ihn einfach da hier zurück. Ja, jetzt haben wir durchaus schon ein paar schöne Pilze gefunden. Für mich jetzt zwar keine erkenntlichen Speisepilze, aber das macht nichts. Immer wieder schön, wenn man was Neues entdecken kann, wie diesen Stacheligen da vorne. Der war wirklich jetzt sehr, sehr interessant. Da bin ich wirklich gespannt, bei was ich dann oder auf was ich dann letzten Endes komme bei dem. Ich möchte es auf jeden Fall dann zu Hause nochmal in Ruhe checken. Und wenn ich eine Erkenntnis habe, die ich teilenswert empfinde, dann schreibe ich es natürlich dazu. Auch da will ein ganz frischer Fliegenpilz an die Oberfläche kommen. Sehr interessant. Da vorne, das war einmal so ein alter Riese, der ist irgendwann schon weggeknickt. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob ich noch was entdecke, was sich vielleicht sogar zum Mitnehmen lohnt. Das ist auf jeden Fall die Stelle, wo nur die zwei Steinpilze gestanden sind, wo ich mit dem Sohnemann war. Da schaue ich natürlich immer wieder mal genauer hin. Könnte ja sein, dass sich dazwischen noch irgendwo ein Frischer mal rausdrückt. Aber derzeit sieht es jetzt hier mal nicht unbedingt danach aus. Unten will einer durch, aber das ist wahrscheinlich auch wieder. Das ist der gleiche in klein, wie ich drüben in groß gefunden habe, sogar ein zweiter. Ja, sind es diese Erdschieber oder was auch immer, ich weiß es nicht. Gut, ja, jetzt schauen wir noch ein paar Schritte davor, solange uns noch das Tageslicht hilft. Und dann, wie gesagt, ist eh schon bald wieder Feierabend für heute. Gut, wieder raus aus dem dunklen Wald. Ja, wie gesagt, heute war es eine sehr, sehr kurze Speed-Pilzing-Tour. Ja, halbe Stunde vergeht natürlich rucki zucki hier, wenn man einfach bloß ein bisschen rumgeht und ein bisschen rumschaut. Gefunden, ja, tatsächlich vieles frisches Wachstum, also Massenwachstum von Halimaschen, schon erwähnt. Täublinge, die gelben, ockerfarbene oder was auch immer das alles genau waren, auch eigentlich zuhauf dazwischen. Die habe ich euch jetzt gar nicht großartig gezeigt. Die Röhrlinge an sich, ja, es waren vorhin bloß nochmal die düsteren Röhrlinge zum Sehen. Ansonsten jetzt auf den Weglein, wo ich jetzt gerade unterwegs war, keine anderen Röhrlinge. Aber das will nichts heißen, es hat die letzten Tage zumindest immer wieder mal geregnet. Der Wald ist auch wesentlich feuchter geworden. Jetzt haben wir noch die letzten Auswirkungen vom Föhn hier in der Voralpenregion. Und ja, bin gespannt, was sich vielleicht Richtung Wochenende tut, wenn es noch mal ein bisschen nässer wird oder die Pilze auch wirklich Zeit haben, sich zu entscheiden, ob ich noch mal wachsen will. Ich bin gespannt und ich denke mal, ihr auch, was ihr erstens auch selber findet und was ich euch da vielleicht alles noch mal zeigen kann. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Servus! Ja, wie so oft, leider doch noch was. Oder nicht leider, falsch. Schön noch was zu zeigen. Da unten ein Pfifferling. Tatsächlich. Da drüben nochmal eine schöne Gruppe. Gruppe deswegen, ich habe schon unten eingespitzelt. Da kommen nämlich violettschuppige Pfifferlinge und zwar ganz, ganz frische daher. Cool. Und dazwischen da tatsächlich einmal ein ganz frisches Pilzwachstum, da bin ich gespannt. Den da hinten, den großen, lasse ich noch mal stehen. Aber
den da, den muss ich jetzt schon fast mitnehmen, weil ich ihn ja schon rausgenommen habe. Schön, freut mich, dann kommen die vielleicht sogar nochmal. Und zum Abschluss noch eine extrem aufgeplatzte, auch relativ alte Marone oder Maronenröhrling. Gut, ja, also diese zwei, drei Pfifferlinge, die ich da gefunden habe, die nehme ich jetzt zwangsläufig mit. Und dann mit diesem Pilz sollte es dann wirklich für heute auch gewesen sein. Servus!